Wir sind immer noch auf St. Vincent an einem schwarzen Sandstrand. Ich glaube, das ist ein Foto wert, oder? Für mein Fotoalbum Karibik. Aufgepasst. Jawohl. Alex, kann ich dir mal geben? Ich brauche beide Hände, um das Gleichgewicht hier zu halten bei diesem Wind. Schwarzer Sandstrand ist in vieler Hinsicht super. Ist ja Vulkanasche, also der Sand wird gefärbt von Vulkanasche und ist erstens sehr fruchtbar für den Boden und dann noch für Taucher und Schnorchler sehr gut, weil der sehr schwer ist und somit hast du eine bessere Wasserlage. So hat mir das gerade unser Brain Clint erklärt. Clint, der weiß wirklich alles. Vielleicht weiß er noch mehr, was er uns zeigen kann. Wir schauen auf jeden Fall noch weiter hier rum und isst inzwischen Red Hot Chili Peppers mit Zephyr Song.